das Kartenfragment hätte ich schon gerne, aber ich glaube, dieser Reiter, der ist schon krass. Der ist schon sehr krass. So. Schau ich mir das mal an. Hier ist noch ein Händler. Hi. I am not selling. Ja, kaufen. Was auch immer du hast. Ich weiß es noch nicht. Wir haben ja 2500 circa. Was ist das? Pöbel der Halbmenschen. Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Das sollte ich holen. In jedem Fall. Das hole ich mir. Ansonsten. Ja. Ein Bastardschwert. Oh, und hier ist noch so ein Steinschwertschlüssel für 2000. Kann man also auch kaufen, ja? Ich verkaufe mal so ein Ding und hol mir dieses Schwert, dieses Steinschwertschlüsselding. Weil ich weiß nicht, ob es davon begrenzte Anzahlen gibt. Ich würde gerne diese Schlösser öffnen. Wo ist der Reiter hin? Er ist immer noch nicht da. Sehr gut. So, viel mehr hatte der jetzt aber nicht. Was ist dieser Gegenstand gewesen, was wir dem abgekauft haben? Diese wichtige Information. Wo ist die? Hier. Pöbel der Halbmenschen. Eine Notiz, verkauft von einem nomadischen Händler. Tötet der Anführer eines Pöbels von Halbmenschen stets zuerst. Dann wird der Mut seiner Schergen nackter Panik weichen. Okay, cool. Danke. Für die Info. Super. Das hätte ich auch vorher sagen können. Wir berühren erstmal unsere Gnade. Euer Gnaden. So. Stufenaufstieg können wir nicht. Wir haben nicht genug Runen. Nein. Kriegsasche hatten wir auch. Aber ich würde gerne... Wo ist denn unsere Armbrust? Fernwaffen haben wir keine? Warum? Wir haben doch eine Armbrust. Ich war mir sicher, dass wir eine Armbrust haben irgendwo. Hier ist auch eine schwere Armbrust sogar. Hey. Das probiere ich nochmal. Moment. Hier, wir haben doch die Kriegsasche dazu. Oder geht das damit nicht? Anscheinend geht das nicht. Okay. Schade. Hätte er klappen können. So. Wir haben jetzt... Oh, ja, ja, wir müssen hier hin. Ich würde gerne... Aber da ist dieser Reiter. Der Reiter, der macht mir ganz schön zu schaffen. Mal gucken, ob der immer noch hier ist. Vielleicht kommt der aber auch nur random. Der kommt niemals random. Der steht hier hinter dem Hügel, ne? Okay, der ist nicht da. Das finde ich ganz angenehm. Wir holen uns das Kartenstück. Wow. Alter, die Burg da hinten. Ich glaube, das ist gemeint, oder? Diese Burg sollen wir zurückgewinnen. Was zum Henker war das denn? Schießt er jetzt nochmal? Okay, cool. Das ist eine schöne Einladung. Ich nehme nur das Kartenfragment. Komm schon. Halbinsel der Tränen. Danke. Der da schießt. Oh mein Gott. Ich will niemals gegen ihn kämpfen. Niemals. Okay, ich gucke mir meine Map an. Wenn das geht. Es geht nicht.
Das heißt, irgendjemand hat uns im Visier, oder? Weil man die Map nicht öffnen kann. Okay, gut zu wissen. Das heißt, mit anderen Worten, hau ab! Was war das denn? Hat er sich wegteleportiert? Wie soll man den denn erwischen? Lustiges Kerlchen auf jeden Fall. Okay, der hat gesessen. Giftnebel. Cool. Giftnebel nehme ich gern. Weiß nicht, was es bedeutet. Aber das werden wir wahrscheinlich herausfinden. Giftnebel. Ist das Giftnebel? Nein, das ist die... Wir haben eine goldene Saat. Ich Idiot, warum habe ich das noch nicht genutzt? Ich bin so ein Trottel. Giftnebel. Setzt vor euch ein Giftnebel frei. Cool. Okay, goldene Saat. Ich darf das nicht vergessen. Das nächste Mal goldene Saat. Ich bin ein Schlauberger. Ich bin ein richtiger Schlauberger. Ein Bär. Mist. Aber das ist nicht so ein dicker, fetter Bär, der uns zerrissen hat. Okay. Schwere Bestienknochen. Die nehme ich gerne. Die scheinen etwas seltener zu sein. Was ist denn hier oben? Hier kann man nicht runter, oder? Todesvoraus. Ja, klar. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Okay. Ich kann immer noch nicht meine Map öffnen. Warum? Verstehe ich nicht. Wer hat uns immer noch irgendjemand im Visier? Offensichtlich. Offensichtlich, aber der Typ da hinten kann das doch nicht sein. Der sieht uns doch nicht von hier. Würde mich sehr, sehr wundern. Ich sag nie wieder was. Ich sag kein Wort mehr. Never ever. Der hat uns immer noch im Visier, der Idiot. Bist du ein Freund? Das sieht nicht aus wie ein Freund. Komm her. Yes. Oh, der hält aber einiges aus. Harter Gegner. Aber ich wollte diesen Gegenstand unbedingt. Ein Schmiedestein. Hat sich, glaube ich, gelohnt. Ich glaube, diese Schmiedesteine sind schon sehr wichtig. Jetzt können wir in die Map. Halbinsel der Tränen. Okay. Hier war der Typ. Also, der stand hier irgendwo. Ich kann hier eigentlich schon markieren. Ein Todesgegner. Ich weiß nicht, ob er schwer sein wird, aber ich markiere es, damit ich es nicht vergesse. So, hier haben wir noch einen riesigen Baum. Da sollten wir vielleicht auch nochmal hin. Ich frage mich, wo dieser Reiter ist. Von wo der kam. Vielleicht will ich es gar nicht wissen. Okay, ich würde gerne, bevor ich irgendwas mache... Wir haben doch diese Festung Hyde eingenommen. Und irgendwo hier... Erbe von Limgrave, da ist er doch. Ich würde gerne hier hin, um mit ihm zu sprechen darüber.
Ich will wissen, ob wir irgendwas dafür bekommen. Weil das will ich nicht umsonst gemacht haben. Ne? Ich hab's schon wieder vergessen. Ich mach's jetzt. Ich hab's schon wieder vergessen. Ich bin ein Vollhorst. So unfassbar. Wir haben eine goldene Saat und wir nutzen sie einfach nicht. Das ist dumm. Das ist dumm. Das ist super wichtig. Flaschenaufladung ist das, glaube ich, ne? Eine Ladung der Flasche mit Purpurtränen wurde hinzugefügt. Mit Purpurtränen? Stufen, Flaschen. Ja, genau. 6:0. Finde ich gut. So. Das hilft immens. Jetzt haben wir 6 Flaschenladungen. Und jeder einzelne ist wichtig davon. Jeder einzelne. So, Kollege da oben. Was kannst du mir bringen? Ich hoffe nur Gutes. So. I've been waiting for you with bated breath. Natürlich. Did you manage to recapture my fort? Oh, excellent news. Just wonderful. And the knight's dead to boot. Well done, my friend. Well done indeed. Thanks. I knew I was right to trust you. Meine Belohnung bitte. Now, here's your reward, as promised. Yes. Go ahead. It's all yours. Was denn? Ein Erdenstahldolch. Right then. Time for me to head to the fort. I've much to do. First, I'll have to re-establish communication with the demi-humans. What's that look? You don't believe me? Natürlich. Well, under the Erd tree, co-mingling with the demi-humans is made possible. Even the Vulgar shall not be left behind under the rule of true order. Which is why I, Kenneth Hite, next in line as the rightful ruler of Limgrave, have sworn to uphold it. Just you watch, my friend. Just you watch. Ich habe das Gefühl, der wird sterben, wenn er zurückgeht zu seiner Festung. Ah, yes. I've been meaning to ask. Was denn? Would you like to enter my service? Was? I see bright things in your future, stout warrior. Enter into my service and learn the workings of the Erdtree's true order. And who knows? Perhaps sometime down the line, the grace of gold will return to those tarnished eyes of yours. What say you? A fine accord, is it not? Shit. Ich will eigentlich niemandes Lakaien sein, ehrlich gesagt. Vor allem nicht von ihm. Aber mich interessiert schon, was mit diesem Erdenbaum ist. Ja, komm. Very well, very well indeed. I knew I saw something in you. I shall await you at my fort. We shall hold the ceremony for your knighting there, I think. I see great things ahead of us. We are truly by the Erdtree blessed. Okay. Wir sollten also zurück zu seiner Festung. Right then. Time for me to head to the fort. Ja. I've much to do. First. Also, ja, ja, das hast du erst schon erzählt. Ja, gut. Cool. Wir sind jetzt also sein Ritter. Ich hoffe, das gibt Vorteile und keine Nachteile. Ja, ich hoffe sehr. Wo ist denn sein... Was? Was ist denn das? Ich habe L1 gedrückt. Mehrspielerstatus. Oh. Okay. Interesting, interesting. Okay, ja gut. Ja, soweit immer noch nicht. Mit Mehrspieler will ich noch nichts zu tun haben. Festung Heid. Ich will hier mal hin. Was ist das hier nochmal? Oder ist der dicke, fette Bär ist da? Da will ich nicht hin. Aber hier würde ich gerne hin. Zu der Festung Heid. Mal gucken, was er mit uns macht. Er erhebt uns in den Ritterstatus, hat er gesagt. Wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Der ist des Todes, wenn er uns belogen hat. Wo ist nochmal die Festung? Hier, ne? Da oben. Aber sind hier nicht wieder die Gegner? Sind hier nicht wieder irgendwelche...
Nein? Kein einziger? Tatsache. Ist keiner mehr da. Oh, Moment. Blutrose, wenn wir schon da sind, nehmen wir die natürlich mit. Mit dem Pferd kommen wir hier nicht rein, ne? Nein. Okay. Alter. Was erzählen der wohnt hier mit denen? Die haben den 100 Pro umgebracht, oder? Den armen Irren. Der dachte, der könnte mit denen verhandeln. Oh. Gut, gut, gut. Faden gehört mir. Der liegt hier bestimmt irgendwo tot rum, oder? Kann ich mir vorstellen. Er tut mir schon sehr leid. Das tut mir wirklich sehr leid, wenn das wirklich so ist. Das ist er nicht. Und der wurde irgendwo aufgeknöpft wahrscheinlich. Oh. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ah, hier ist auch nichts. Nichts und niemand. Ich sehe von hier jetzt auch nicht, dass er irgendwo aufgeknüpft wurde. Mal gucken. Mal gucken, wo er ist. Oh, hä? Der lebt? Okay. Ich hätte jetzt drauf gewettet, dass er tot ist. Okay. Ah, you is it? Ah. I suppose you must have seen it by now, yes. The sorry state of my fort? Kaum. Oh, indeed, it is a foul fate for a land to be without a ruler. One must be found, with haste, and not that awful Godric, but a true and stalwart lord of the proper lineage. To take the reins of Limgrave. Okay. Ich hatte die Armbrust ausgestattet. Ich bin wahnsinnig. Ja, ich rede mal weiter. I'm sorry to have lifted your hopes, but I haven't the authority to raise you to knighthood. Was? Things stand. The great Kenneth Height issues his sincerest apology. But now, I must begin my search post haste. For a true and stalwart lord of the proper lineage to take the reins of Limgrave. Ja, sehr schön. Wie wär's mit mir? I must begin my search post haste. For a true and stalwart. Also er wird hier wieder rumsuchen. Wen er denn in den Stand des Bosses macht. Wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, diese Questline geht weiter. Ich glaube, diese Questline geht einfach weiter. Was ist das für ein Geist da unten? Okay. Unwichtige Geister. Gut. Oh mein Gott. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich überlege gerade wieder hier hin. Ich will den besiegen. Ich muss ihn besiegen. Das nervt mich. Und wir machen das jetzt mit unserem Morgenstern. Ihr habt richtig gehört. Wir besiegen ihn diesmal. Wir werden es schaffen. Wo ist mein Pferd? Da. Und das Geile ist, wir haben ja eine sechste Ladung Zaubertrank. Ich hoffe, das reicht. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, Freunde. So. Komm her, du Drecksack. Ich habe ja gesagt, wenn wir bessere Ausrüstung haben, eine bessere Waffe haben, komme ich nochmal zurück. Und genau das haben wir jetzt. Ja, ich probiere es mal.
Nicht wahr sein. Ich muss ihn besiegen, sonst kann ich nicht mehr gut schlafen heute. Okay, der erste Schlag gehört mir. Der zweite und dritte gehört mir. Das ist okay. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist gar kein Problem. Warum nehme ich das Pferd? Das gibt's doch nicht. Gefährlicher Gegner. Okay, ich muss aggressiver vorgehen, glaube ich. Sofort tot. Was? Ich muss ihn erledigen. Es geht nicht anders. Ich muss ihn erledigen. Der macht aber auch einen Damage, ne? Nein, das war zu früh. Viel zu früh. Sehr dumm. Durch ihn durch. Nice. Oh, wow. Wow. Der hat gesessen. Thank you.
Alter, was mache ich denn mit dem? Was macht er mit mir? Alter, bitte nicht. Jetzt wird er wild. Dieser scheiß Blutverlust immer. Ganz ruhig. Okay, okay. Komm her. Alter, steh mal auf. Komm her. Wir haben ihn gleich. Yes, Bluthund Reißzahn. Oh Gott, bin ich glücklich. Ich bin so glücklich. Boah, meine Fresse, hat er uns umgehauen. Ich bin stolz auf dich. Okay, was haben wir bekommen? Ausrüstung. Wir haben irgendwas bekommen. Bluthund Reißzahn. Krummes Großschwert. Löst Blutverlust aus. Von sich aus. Ohne irgendwelche Zusätze, ohne irgendwelche Affinitäten oder Talismane oder Kriegsaschen. Das ist nicht schlecht. Das ist sogar mega gut. Ja. Was soll ich sagen? Aber ist das... Was ist das? Ist das eine Zweihandwaffe oder ist es eine Einhandwaffe? Ist mir egal. Das sieht super geil aus. Aber nicht so langsam. Okay, Moment. Ich will mal was ausprobieren. Und zwar Morgenstern. Und jetzt hier den Degen. Okay, der Degen ist schon wieder out. Ist schon wieder out. Aber wir sind überladen, sehe ich gerade. Okay. Was brauchen wir denn momentan nicht so? Ja, brauchen den hier nicht. Dann dürfte es gehen, ne? Jawohl. Okay. Gefällt mir. Gefällt mir sogar sehr gut. Wir haben das besiegt. Wir haben dieses Siegel hier zerstört. Ich frage mich, ob es mehr von diesen Siegeln gibt hier auf dieser Welt. Wahrscheinlich, oder? Das würde Sinn machen. Fände ich auch mega gut. Das war wahrscheinlich der billigste Gegner von allen. Aber wir haben ihn besiegt und wir haben sein Schwert bekommen. Sieht geil aus. Das Schwert ist echt cool. Okay, ich kann das Ding hier jetzt... wie kann ich das rausmachen, die Markierung? So. Keine Markierung mehr, wir haben es besiegt. So ein bisschen stolz bin ich ja schon, ne?
So. Was ich in jedem Fall noch machen wollte, ist hier zum See. Und ich glaube, das ist eine Höhle. Sieht aus wie eine Höhle. Da würde ich da gerne als nächstes hin. Und einfach mal gucken, ob wir diesen Drachen finden. Das machen wir allerdings von hier aus. Ja. Das machen wir von hier aus. Und ich würde gerne natürlich die Asche hier drauf knallen auf unsere neue Waffe. Die hat schon Blutungsschaden, also Blutverlustschaden. Ich würde mal gerne wissen. Ja. Wenn ich das noch drauf haue, dann verlieren wir selber Leben. Diese Kriegsasche. Oh, Moment. Ich kann keine Kriegsasche da drauf setzen, weil ich schon eine passive. Einen Passiveffekt hat wahrscheinlich, oder? Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es deswegen ist. Ja. Was ist denn dieser Erdenstahldolch? Moment, da muss ich mir mal gerade angucken. Erdenstahldolch? Erdenstahldolch, wo ist der? Hier. Ja, ist ganz nett. Den haben wir von diesem. Festungstypen bekommen. Dem, der uns versprochen hat, dass wir Ritter werden. Pustekuchen, nichts sind wir geworden. Okay, der ist ganz nett. Wir haben auch gar nicht die Attribute dazu. Aber ich glaube, unser Morgenstern ist da um einiges besser. Unser Morgenstern ist da besser. Ja. Okay. Auf jeden Fall sehr geile Waffe. Und wie gesagt, wir werden beim nächsten Mal uns aufmachen mitten in den See. Ja, das ist unser nächstes Ziel. Und ich bin gespannt, ob wir das hinbekommen. Ob wir den Drachen finden. Ob wir hier in der Höhle ein bisschen Stuff sammeln können. Werden wir alles erleben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder. In der nächsten Folge. Ihr könnt mir gerne Kommentare da lassen. Wie gesagt, wenn ihr das Bedürfnis habt, mir zu erklären, was ich vergesse. Was ich noch nicht gemacht habe. Was ich schlecht mache. Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Gebt mir Hilfeleistung. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Adios, amigos. Ciao, ciao.